Hallo meine Freunde und ein ganz großes herzliches Willkommen. Das hier ist das erste Video, was nicht in die Tutorial-Kategorie von Dokkan Battle hineingehört. Nein, wir gucken uns heute gemeinsam das 5-jährige Jubiläum an von Dokkan Battle. Das heißt, ganz viel Zeug umsonst, großartige neue Charaktere, die man beschwören kann, wenn man Glück hat. Und ich möchte mit euch die News durchgehen und euch so ein bisschen sagen, was man machen kann, was man machen sollte, was es gibt, was kommt und so weiter. Das gehen wir einfach mal kurz durch. Ein reines Informationsvideo, das ist sowohl gerichtet an Leute, die das spielen, also normal spielen. Ich mache auch manchmal so ein paar Hinweise vielleicht für eher Anfänger, wo ich so sage, ja, das wäre ganz gut, wenn ihr das auch macht. Zum Beispiel, wenn es um Charaktere geht oder um Free-to-Play-Charaktere oder sonstiges. Wir gehen jetzt aber mal alle Events nach und nach durch. Und ja, ihr seht es, das 5-Year-Anniversary ist da. Dokkan gibt es seit 5 Jahren. Das ist absolut verrückt. Ein sehr, sehr großartiges Handyspiel. Eines der besten Handyspiele oder erfolgreichsten, wirtschaftlichsten, was weiß ich. Wir gehen alles durch. Und ja, wir starten mit einem kleinen Film, das heißt, wenn ihr euch ab heute oder ab heute früh eingeloggt habt, dann seht ihr ein ganz kurzes Filmchen, wo die beiden neuen großartigen Charaktere vorgestellt werden. Und jetzt gehen wir nach und nach eben alles durch, was es kommt. Das hier, da bin ich ein Riesenfreund von, der Reward Boost wurde halbiert von 8 Stunden auf 4 Stunden. Wenn ihr eine Stage macht oder schon einmal gemacht habt, dann könnt ihr das nächste Mal die Stage mit einem Boost machen. Ihr habt also drei Boosts zur Verfügung, wodurch die Belohnungen am Ende der Stage verdoppelt werden. Das heißt, ihr könnt mit einem Durchlauf massiv Belohnungen machen. Normalerweise war es so, 8 Stunden dauert es, bis sich der eine Balken auffüllt und jetzt sind es nur noch 4 Stunden. Heißt, mehr Boosts oder schneller der Boost wieder. Dragonstone Sales, das ist mehr was für Pay-to-Play-Players. So, für Spieler, die auch ein bisschen Geld mit reinfließen. Ich möchte es nochmal an dieser Stelle sagen, das ist ein Free-to-Play-freundliches Spiel. Ihr müsst überhaupt nichts ausgeben. Wir gehen mal die Sales durch und das sind alles Top-Sales. Wenn ihr was kaufen wollt, dann kauft genau diesen Sale hier. 50 Dragonstones zum Preis von 6. Das sind 4 Euro und ein paar zerquetschte. Das ist ein Multisummon, also einmal die Möglichkeit auf einer der beiden großartigen Charaktere, die wir da oben gesehen haben. Ansonsten, die anderen Stales kann man auch mitnehmen auf jeden Fall. Das müsst ihr aber dann selber für euch entscheiden. Wer es macht, okay. Wer es nicht macht, auch okay. Um Gottes Willen, es ist immer noch nur ein Handyspiel. Lasst euch davon nicht, lasst es nicht zur Sucht werden. Ich habe schon viele Storys gehört, gelesen, gesehen, wo Leute einfach Unmengen an Geld da ausgeben. Macht sowas nicht. Stay safe. So, es gibt viele Kampagnen. Kampagnen auch verbunden mit Facebook, wo ihr irgendwas liken müsst oder sonst irgendwas. Guckt einfach mal auf die offizielle Facebook-Seite, dort werdet ihr mehr sehen. Hier gibt es zum Beispiel die Collect Blue Electric Liquid Number 15 Campaign. Und das sind einfach Sachen, die so ein Progress ran, also so eine Fortschrittskampagne. Hier, zum Beispiel, das gilt jetzt für alle Spieler, die diese Version spielen. Equip a Skill Orb at least 1,5 Millionen Times. Also wenn 1,5 Millionen Spieler einen Skill Orb jemanden ausrüsten, ich habe es schon einmal gemacht, das heißt, ich habe eine 1 dazu beigetragen, dann gibt es diese Belohnungen. Großartige Belohnungen. Und so ist es halt bei den anderen Sachen. Und wir werden alle Belohnungen kriegen. Also es ist sehr, sehr selten der Fall, dass wir das nicht bekommen. Hier, wenn wir die Super Tech erhöhen, und so weiter und so fort. Sie awaken at least 550.000 Characters. Konsumiere at least 500 Millionen Stamina. Zusammen, alle zusammen machen das auf jeden Fall. Ja, hier ist der Progress. Man kann immer jeden Tag sehen bei den News, wie weit der Stand ist bei dieser Kampagne. Weiter geht es mit den Login-Bonus. Wenn ihr euch zum ersten Mal einloggt, bekommt ihr diesen Goku. Das ist mehr ein... Ich mache ihn mal kurz auf und zeige ihn gleich. Das ist mehr so ein... spezieller Goku fürs Jubiläum. Es gab einen Super Saiyan 3 Goku als Belohnung fürs 3-jährige Jubiläum, einen Super Saiyan 4 Goku als 4-jähriges Jubiläum, jetzt gibt es eben einen Super Saiyan God Goku. Dazu gibt es 45 Dragonstones, also fast ein Multi, einen God Dragonstone 9 für einen großartigen Charakter, einen EZA-Charakter oder irgendwelche anderen, ich würde aber nur einen EZA-Charakter empfehlen. Und 55 Special Summon Ticket. Das ist ein Ticket, wo jeder, der halt die ganze Mission absolviert, jeder bekommt eine Möglichkeit,
diesen 55er Summon zu machen. Das heißt, ihr rekrutiert 55 Charaktere auf einmal und der letzte ist ein garantierter LR. Und das ist geil. Und das Geilste ist, ihr habt die Chance, den umsonst zu bekommen. Umsonst. Mindestens ein LR. Ihr könnt auch zwei kriegen oder drei. Glücksabhängig. Es gibt auch ein neues Wallpaper. Also neu. Verschiedene Wallpaper wurden gelistet und die haben sich für das von 2016 entschieden. Kann ich nicht verstehen. Ich sehe es jetzt gerade hier nicht, aber so besonders war das nicht. Special Missions, wir expanden das mal wieder. Es gibt jetzt was Neues, das sind so Sticker. Das ist reine Verschönerung. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht genau drauf eingehen. Ja, der Barbershop hat neue Deals parat. Und ja, wir gucken uns erstmal nochmal den Goku an. Oh, der Goku ist ja gar nicht da. Haben sie ihn noch nicht hinzugefügt? Ist das der Goku? Ja, das ist der Goku. Der ist nicht stark. Er ist halt jetzt fürs 5-jährige Jubiläum da. Deswegen hat er auch so die 5 Finger da. Da kriegt man ganz viele Kopien, dass ihr ihn euch theoretisch rainbowen könnt. Er ist jetzt in der Meta nicht wirklich stark. Aber man könnte ihn benutzen, um andere Gokus zu farmen. Aber da wüsste ich jetzt tatsächlich gar keinen. Also ihn benutzen, um die Super Attack von anderen Super Saiyan God Gokus zu farmen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht welche. Müsste man schauen. Auf jeden Fall so ein Nice-to-Have-Charakter. So. Das ist der Coins Shop. Ihr habt es ja gesehen hier am Anfang. Gab es, glaube ich, beim ersten Login. Ne, da gab es jetzt keine. Ihr bekommt diese Coins, ihr habt es gesehen, durch die Kampagnen, durch Missionen, durch Special Missions, durch Login-Boni. Und hier bekommt ihr dann, könnt ihr euch dann Sachen kaufen. Ganz viele Sachen. So, wir gehen kurz durch, was ich empfehle. Die oberste Priorität haben diese 5 Gentlemen. Ihr kriegt 5 Elder Kais von jedem Typ. Das heißt, für 15 Coins, das kriegt ihr irgendwann. Ihr sammelt im Verlauf des Anniversary, was einen ganzen Monat geht. Ihr sammelt genug, um alle zu sammeln. Danach die ganzen Charaktere, die ihr seht, das sind alles Nice-to-Have-Charaktere hier. Das sind die ganzen für die jeweiligen Jubiläen, die ganzen Charaktere. Die sind alle fürs Meta-Game, fürs Spielen, jetzt fürs Kämpfen ungeeignet. Die sind halt so Trophäen oder wenn ihr alle sammeln wollt, dann ist das die Möglichkeit, diese zu sammeln. Awakening Medals, die hat man mit der Zeit. Hourglasses, eher nicht. Orbs sind immer gut, wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viele AGL-Charaktere und sehr viele AGL-Orbs verwendet, dann holt sie euch. Holt sie euch, warum nicht? Trainingslocations, nö, braucht man nicht. Trainings-Items, eher nicht. Ja, Statuen würde ich auch nicht empfehlen. Die bekommt man durch die Events. Ich hatte zum Beispiel, also es ist ja ab heute Anniversary und es gab gewisse Events, die habe ich gespielt und es gab 20 von den Statuen mir hinterhergeschmissen, die man alle für schön viel Geld verkauft. Ich hatte ein bisschen Geldprobleme, obwohl man die eigentlich gar nicht mehr hat, gefühlt. Aber das ist gar nicht so schlecht. Hier unten noch Support-Items. Die sind ganz gut für die ganz starken Events, vor allem diese 4. Und ich würde mal sagen, diese 3 vor allen Dingen. Whis, Android 8 und Princess Snake kann man gebrauchen, wenn ihr wirklich welche übrig habt und die restlichen und nicht gebrauchen könnt, dann holt euch ruhig ein paar. Aber wie gesagt, die Elder Kais must buy. Wirklich. So. Ja, es gibt einen neuen God Dragonstone 9. Zu jedem größeren Event gibt es ein Dragonstone, wo ihr einen Charakter umsonst bekommt. Nämlich einen von diesen netten Gentlemen. Ja, es hängt natürlich davon ab, wen ihr schon habt und wen ihr nicht habt. Wo geht er, wenn ihr ihn nicht habt? Holt ihn. Der Typ macht Schaden. Er hier, wenn ihr SSJ3 braucht, warum nicht? Cell ist sehr stark. Er hier ist leider sehr, sehr schwach, unbrauchbar. Brawly würde ich auch eher nicht holen. Hier Full Power Freezer, eher auch nicht. Der Beerus ist ein sehr guter Linking-Partner für den LR Beerus. Janemba ist King. Für ein Int-Team, für ein Resurrected Warrior Team, glaube ich, und allgemein für Extreme Class Hammer. Auch er ist Hammer, der beste Tank im Spiel. Die können alles auf euch draufrotzen, der hält alles stand. Kid Buu, ein toller Support, und darunter sind nur so Charaktere, die sind auch teilweise ganz gut. Würde ich mir aber mit so einem Stein nicht holen, weil ihr könnt die immer ziehen. Das ist genau das. Solche Charaktere ab hier, also hier oben nicht. Normal-EZA-Charaktere, die könnt ihr nicht, aber diese hier, die könnt ihr alle irgendwann zufällig mal bekommen. Und bitte, Leute, holt euch keinen Elder Kai. Das ist die Verschwendung hoch 5. Wirklich, holt sie euch nicht. Also meine drei Top-Kandidaten sind Gogeta, Janemba und hier SSJ3 Vegeta.
ja, das ist jetzt hier, das sind jetzt zwei Pay-to-Play-Sachen. Ihr könnt das holen, ihr müsst es nicht. Es ist wie gesagt Pay-to-Play. Ihr habt hier mit diesem SS Force 2 Ticket die Chance auf sehr, sehr gute Charaktere, auf LR-Charaktere. Das kostet aber, glaube ich, zwischen 15 und 30 Euro. Also, wenn ihr ein Whale seid, dann holt es euch, oder ein Dolphin. Also, das sind so Bezeichnungen für Leute, die viel Geld für sowas ausgeben. Dann gibt es noch Double God Packs. Muss ich kurz gucken, was haben wir denn da? Ach so, das sind auch Packs, wo für die beiden Top-Charaktere, für diese beiden hier, für Gogeta und Vegito, damit könnt ihr noch zusätzlich, ihr seht es ja hier, Tickets holen und so weiter. Aber wenn ihr alle holt, kostet das auch recht viel. Ich glaube 40, wenn ihr 40 pro insgesamt. Also die ersten Packs für beide jeweils so 5 Euro und dann wird es immer weiter. Ja, und das hier, Freunde, darauf wartet jeder Spieler gefühlt, nämlich die Banner der beiden. Und Freunde, die Banner haben es in sich. Das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer. Wir fangen an mit dem Gogeta-Banner. Und ich will euch aber vorher mal was zeigen. Nein, noch nicht. Folgendes, weil ich es hier gerade sehe. Sie starten mit einem Discount. Das heißt, die ersten, also ist es dann generell so, 3 Multisummons und der vierte ist frei. Das geht immer so. Und die erste Rotation, die er macht, heißt, sind nicht 50, sondern 30 Summons. 30, 60, 90 umsonst. Ihr kriegt für 90 Stones 4 Multis. Wobei ihr sonst 200 bezahlen würdet. Versteht ihr den Wert? Dazu bekommt ihr Tickets. Pro alle 10 Tickets, oder ihr könnt dann auch einen Single-Sum machen mit einem Ticket oder Multisum mit 10 Tickets, dann habt ihr erneut die Chance, ihn hier zu ziehen oder einen von den anderen krassen Typen hier. Also, man sagt immer bei verschiedenen Bannern, den skippe ich, den lasse ich aus, aber die beiden Banner, nein, nicht skippen. Holt sie euch, Freunde. Ich wünsche euch an dieser Stelle das beste Glück. Holt sie euch. Ja, und das hier ist der Banner. Diese beiden hier sind ganz neu. Ja, Gogeta. Unfassbar, unfassbar, diese Einheit. Dann ein neuer Bardock, der sich dann Bardock und Gene weiterentwickelt. Und ja, und hier sind die anderen Featured-Charaktere. LR Cell kam zur Download-Celebration irgendwann raus. Der fehlt mir noch, den hole ich mir noch, egal wie. Hier auch Goku und Vegeta, also Gogeta sind auch noch da. Dann hier nochmal ein Super Gogeta, Brawly. So, und dann so Charaktere, die man eher nicht mehr braucht. Diesen SSJ4 Gogeta haben so viele Leute so oft. Ich habe ihn nur einmal bisher. Also ich würde nicht nein sagen. Auch ihn könnte ich noch gebrauchen. Ja, er steht im Schatten von Strr Gogeta, von Strength Gogeta. Und hier ist Janemba. Weil ich Janemba gerade sehe, wartet mit dem Godstone noch, also wartet die Summons ab. Ihr könnt ja, sag ich jetzt mal, wenn ihr mit dem Stone-Ding Janemba holt und ihr ihn dann zieht, dann denkt ihr, ja, hätte ich den Stein über was anderes benutzt. Deswegen wartet. Vielleicht zieht ihr ihn ja so. Vielleicht zieht ihr ihn ja so. So, auf der anderen Seite haben wir den meiner Ansicht nach noch besseren Banner. Mit Vegito natürlich, dann als ebenfalls neuen Charakter Trunks, der sich zu Trunks in May Dokkan awaken lässt. Und jetzt, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. LR Gohan. Den habe ich einmal. Ich hätte ihn sehr gerne ein zweites Mal. Dann haben wir hier Goku und Vegeta, also auch Vegito, die sich dann zusammen fusionieren. Dann Trunks und Zamasu. Also das sind vor allem für Free-to-Play, ja, vielleicht auch für Free-to-Play oder für Leute, die neu anfangen, die sind sehr wichtig, weil die haben den Leader-Skill, zum Beispiel er hier, Super-Class. Ihr braucht keine Kategorie, ihr könnt einfach alle Super-Leute reinmachen und er bufft alle, sag ich mal. Er hat einen Leader-Skill für alle Super-Einheiten und er hier für alle Extreme-Einheiten. Also wenn man wirklich so keinen wirklichen Leader hat, ihr könnt eigentlich die mal als optimalen Allround-Leader nehmen. Ja, diese drei Charaktere sind super. Er ist, glaube ich, einer der besten Charaktere, die nicht LR sind, also TUR-Charaktere. Wahnsinn, der kann kontern, der ballert raus, ihr wisst es wahrscheinlich auch selber. Er ist auch sehr gut. Ja, er hier ist der einzige Wermutstropfen. Der ist immer noch eine gute Einheit. Er hat aber blöde Transformation Conditions. Er linkt relativ schlecht. Viele wollen ja, dass er getauscht wird durch den Strength Cooler. Und
warum nicht? Dass, wenn das passieren würde, dann wäre das das beste Banner, was je passieren würde. Denn Strength Cooler ist eine Maschine. Eine Maschine. Boost nicht schlecht, aber den will eigentlich keiner. Soviel zu den beiden Bannern. Wir gehen wieder zurück zur Kampagne. Ticket Summons. Im Vorlauf, also der Countdown quasi für dieses Jubiläum gab es Tickets. Die gab es durch Missionen, die gab es hin und wieder und man konnte ab heute einen Summon machen. Jeder hat so um die 70 bis maximal waren es glaube ich 96 Tickets. Die gibt es immer noch ab und zu, aber die konnte man sammeln und 5 Tickets ist ein Multi. Und ihr habt die Chance auf dem LR, aber die Chancen sind recht klein. Ich habe meine Summons auch gemacht, ich hatte glaube ich um die 90 Tickets. Ja, ich hatte kein LR leider erwischt. Auch sehr, sehr wenig SSR, ganz, ganz viele SR. Also die einen haben mehr Glück, die anderen nicht. Bei solchen Ticketbannern habe ich leider überhaupt kein Glück. Das hier ist was Neues. Das ist geil. Folgendes. Ihr kriegt im Verlaufe des kompletten Anniversary, ja, Anniversary natürlich ist richtig, des kompletten Jubiläums bekommt ihr durch Missionen oder jetzt durch erstes Login und so weiter, bekommt ihr diese 55er-Tickets. Und wenn ihr 55 habt, dann könnt ihr einen Multisummon machen. Und dann kommen hier, ja, 55 Kämpfer, die ihr rekrutieren könnt. Und der letzte Kämpfer, der letzte Charakter, ist ein garantierter LR. Das heißt, einer von diesen großartigen Leuten. Diese Variante gibt es auch noch mit 200 Dragonstones. Und wenn ihr denkt, Alter, 200 Dragonstones, ihr müsst aber dennoch überlegen, ihr bekommt einen LR umsonst. Also, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ja, das ist super. Die anderen sagen, nee, das macht es bloß nicht. Es hängt wieder davon ab. Also, es gibt hier unten manche LR, die sind die 200 Stones nicht mehr so viel wert. Auf der anderen Seite, wenn man in einem LR-Banner ziehen würde, die Chancen sind so viel geringer, einen LR zu ziehen. Ja, so viel geringer auch nicht mehr. Ihr könnt, wie gesagt, ich hab den 200er-Ticket-Summon gemacht. Und ich habe wirklich... Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht irgendwie noch ein paar SSR bekomme. Ich habe kaum SSR bekommen. Aber am Ende wurde ich belohnt mit den beiden Damen. Das sind nämlich Kayle und Khalifa. Die hatte ich noch nicht. Das sind waren für lange Zeit einer der besten LRs. Ich hatte sie noch nicht. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich sage für mich, das hat sich gelohnt. Denn für 200 Stones die beiden zu kriegen, konnte ich mich nicht beschweren. Natürlich ärgert man sich, wenn man eher das LRs der ersten Generation bekommt, sowas wie Gohan, den viele auch schon haben, Broly, der nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, Trunks, na, scheiden sich ein bisschen die Geister, aber, oder Mighty Mask, aber so ist das eben das Risiko, es ist halt vieles glücksabhängig. Wir gehen weiter, ja, Coin Exchange, haben wir das nicht vorhin schon angeguckt, oder was war das? Hier, Fantastic Deals. Ja gut, die Coins habe ich ja schon mal vorhin beleuchtet. Kais könnt ihr wieder kaufen. Ihr bekommt, wir haben es ja vorhin gesehen, ihr bekommt recht viele Kais umsonst. Wenn ihr unbedingt welche braucht, holt sie, aber braucht ihr nicht. Ja, dann die beiden Dokkan-Events, um eben, wenn ihr glücklich seid, einer der beiden zu bekommen, dann könnt ihr die dann awaken mit diesem Event. Ein neues Stage von Dokkan Boss Rush für... Mit bis Endgame-Spieler sind das geschenkte 35 Stones. Für mich waren es auch geschenkte 35 Stones. Nehmt eure beste Kategorie, swipe dadurch, das ist kein Problem. Ein Infinite Dragon Ball History Event, auch eine schöne Möglichkeit, Stones zu bekommen. Ja, gibt es auch gute Möglichkeiten, auch fürs Teambuilding und so weiter. Wir gucken ja mal ganz kurz drauf. Hier gegen die alle, Moment. Hier, wo haben wir ihn denn? Das ist das Event, was kommt. Nicht zu unterschätzen, das ist schon schwierig, aber mit guten Taktiken, mit guten Teams kommt ihr da ganz gut durch. Mein Allround-Team ist immer das Kamehameha-Team mit LR Gohan, damit komme ich eigentlich durch alle Events immer sehr gut durch. Das müsst ihr dann gucken, was ihr am besten habt. So, das hier ist neu, Skill Orbs. Ich bin da nicht voll drin, aber ihr habt die Möglichkeit für Skill Orbs, einmal pro Tag könnt ihr dieses Event machen, wir gehen mal ganz kurz drauf. Ja, es gibt Orbs, womit ihr im Hidden Potential eure Charaktere noch weiter verbessern könnt. Ihr könnt ihn durch diesen Orbs, ihr könnt 3 Orbs pro Charakter hinsetzen. Einen Bronze-Orb, einen Silber-Orb und einen goldenen Orb. Und ihr könnt Sachen verstärken wie Combo-Attack +1, Critical-Hit
plus 1, plus 2, plus 3. Also ihr könnt eure Charaktere ungemein stärken mit diesen Orbs. Und da müsst ihr entscheiden, wem ihr was gebt. Da kann ich jetzt euch keinen generellen Rat gucken, generellen Rat geben. Guckt einfach, welche Leute was wohl am besten nehmen. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, aber ansonsten, jetzt sag ich mal als Beispiel, wenn ihr einen Charakter habt, der sehr viele Additional Attacks macht, dann macht Critical Hit rein. Denn er macht ja von Haus auf, also er macht ja automatisch schon die ganzen kritischen Treffer. Er macht ja die ganzen zusätzlichen Angriffe. Und mit einer höheren Chance von Critical Hits könnt ihr dadurch dafür sorgen, dass er eben noch mehr Crits erreicht. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen verständlich erklärt. Ich denke mal schon. Zwei neue Story-Events. Diesen Zamasu könnt ihr farmen. Und später kann man den in eine LR verwandeln. Und dieser Charakter danach, LR Black, ist der erste Easy A-LR mit Super Attack Level bis 25. Das ist verrückt. Also farmt den, farmt Kopien. Und dann seid ihr da gut dabei. Eine tolle Einheit, eine tolle Edition für eure Teams. Das hier sind noch ein paar zwei Free-to-Play-Charaktere, einmal hier der Brawly und dann der Vegeta, Kid Vegeta, der sich weiterentwickelt, dann zu Kid Vegeta und Raditz. Holt sie euch auch, sie sind umsonst, vielleicht sind sie irgendwann mal brauchbar. Dann ist hier so ein neues Event, Freezer's Army Enlistment Test. Da geht es darum, in diesem Event muss man so viel Schaden wie möglich machen. Mit gewissen Teams hat man gewisse Vorteile und dann gibt es dann auch Stones. Zum Beispiel heute war das erste, das gibt jetzt glaube ich in 5 Tagen 5 verschiedene Teammöglichkeiten. Das erste Team heute, oder die erste Kategorie war Movie Heroes. Also alle Movie Heroes reingepackt und dann je höherer Schaden du machst, desto mehr Belohnung gibt es. Es zählt der Schaden, der am höchsten ist. Also wenn ein Charakter irgendwie 10 Millionen, 20 Millionen, 40 Millionen macht, dann gibt es Schaden. Virtual Clash, Virtual Dokkan Ultimate Clash, auch genannt Battlefield, eine besondere 5-Year Anniversary Special Edition, das ist eine meiner Lieblings-Events. Ihr lasst da eure ganzen Mono-Teams kämpfen und kann auch schwer werden für den letzten Gegner, aber wenn man seine Mono-Teams sicher hat, dann geht das auf jeden Fall. Alle Extreme Z-Battles sind geöffnet zu der Zeit, also wenn ihr irgendwelche verpasst habt oder wenn irgendwelche noch zu schwer waren, da ist eine gute Möglichkeit, da nochmal was zu machen. Ansonsten Hidden Potential und noch hier, diese Events kommen auch wieder zurück. Wenn ihr da noch irgendwas braucht. Ja, das war ein kurzer Breakdown vom 5-Year Anniversary. An dieser Stelle wünsche ich euch nochmal ganz viel Glück, wenn ihr summonen wollt, wenn ihr wenn ihr in den Bannern eure Stones rauswerft. Ja, die Banner öffnen am 8.7. 16 Uhr PST. Am 8.7., also morgen 16 Uhr PST. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Was haben die jetzt? Ja, wir sind ungefähr mal 9 Stunden voraus. Das heißt, wir müssen 9 Stunden draufrechnen. Ja, so nachts gefühlt hier, oder? Oder meistens ist es immer so 7.30 Uhr rum zu unserer deutschen Zeit. Ihr könnt es ja selber umrechnen, das ist ja kein Problem. Für mich ist es gerade ein Problem aus dem Stegreif. Ich denke mal so wieder früh. Genau. Oder es ist nachts. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall morgen oder übermorgen, eins von beiden. Ich denke mal übermorgen früh. Und ja, ganz viel Glück bei den beim Ziehen. Ja, das wäre soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendwas blöd erklärt habe oder wenn ich irgendwas falsch erklärt habe, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten ganz viel Erfolg. Wie geht's jetzt hierzu weiter mit Dokkan? Ich werde ab und zu immer noch Videos machen. Ich werde wohl ein Video machen, wie ich meine Leute ziehe, wie ich sie ziehe, ob ich Glück habe oder nicht. Ansonsten gehen wir vielleicht mal ein paar Events durch. Es wird vielleicht noch das eine oder andere Tutorial-Video geben. Zum Beispiel, was ist ein Extreme Z-Battle? Was ist Battlefield? Was ist das World Tournament? Was ist Super Battle Road? Das werde ich euch alles zeigen. Und genau. Bis dahin, Freunde. Macht's gut und viel Spaß bei Dokkan Battle. Und bleibt gesund. Servus.